138. Deutsche St. Ledger im Jahre 2022. Und das Feld kommt die Zielgerade hier zum ersten Male herauf. Das Feld formiert sich eine sehr, sehr dichte Spitzengruppe. In der Mitte ist Nacido, hat hier an der Innenseite mit Ability, also weiter innen, das Kommando genommen. Aber Earl of the Cotswolds, da kommt jetzt bereits der Engländer, der Achtjährige, aus dem Quartier von Nigel Tristan Davis nach vorne. Auch Tünnes taucht gleich auf, rückt jetzt nach. Und da kommt das Feld an ihm vorbei. Und trotz diesem kleinen Nieselregen, mal so eine kleine Anfeuerung für ihren Favoriten wäre nett. Ja, das Dortmunder Publikum ist immer dabei. Wunderbar, dankeschön. Earl of the Cotswolds hat jetzt die Spitze genommen. Tünnes ist jetzt Zweiter. Dahinter dann Sir Philip rückt jetzt nach, ist Dritter, wo es durch den Bogen geht. Ability an der Innenseite dicht auf und so geht es durch die Kurve in Richtung der Gegenseite. Im Moment hinten im Feld. Normfliegerin, letztes Pferd im Feld. Hinten auch noch Sir Polsky, eigentlich ja heute bei seinem passenden Boden dabei. Und dahinter ist dann im Hinterfeld auch noch auszumachen. Da sehen wir Diamantis auch noch hinten. Aber vorne jetzt alleine Tünnes an der Spitze. Tünnes marschiert die 10 mit Borja Musabayev vor Earl of the Cotswolds in zweiter Position. Dahinter ist dann Sir Philip zu sehen. Der hat im Moment den dritten Platz inne. Dahinter Ability. Ganz innen die Rennfarben von Hip Hop de Loire. Da ist der Pole mit Anschluss mit dabei. Und andere Pferde versuchen sich da weiter zu verbessern. Nacido hat Plätze verloren. Quebueno macht im Mittelfeld etwas Bodengut. Nerium auch kann sich etwas verbessern. Aber vorne Tünnes an der Spitze. Tünnes vorne. An der Außenseite ist dann Sir Philip, Earl of the Cotswolds, ist genau daneben. Dann an der Innenseite Ability mit Quebueno. Nerium ist aufgerückt. Dann sehen wir ganz an der Innenseite Hip Hop de Loire. Das nächste Pferd im Feld mit Nacido, mit Diamantis, dann Normfliegerin und Sir Polsky ist letzter. So geht's durch den Bogen. Tünnes ist vorne. Tünnes führt die Konkurrenz an mit Earls of the Cotswolds. Und außen daneben bleibt dicht dabei Sir Philip, der gut dabei ist. Und dann rückt Nerium ebenfalls mächtig auf und so kommt das Feld schon bald in den Einlauf hinein. Die Entscheidung ist nah jetzt im heutigen St. Ledger und die Spitze innen weiter bei Tünnes. Nerium ist jetzt in zweiter Position, da lässt sich einer anfassen, Sir Philip, aber außen Nerium, der kommt heran an Tünnes. Tünnes mit Nerium, die beiden Schirgenstarter sind vorne. Dahinter ist Sir Philip in dritter Position zu sehen. An der Innenseite kommt nochmal Ability vorwärts, vorne aber Tünnes an der Spitze von Nerium. Tünnes, Nerium und immer wieder zieht Sir Philip an. Das ist aber heute einer mit Kämpferherz. Aber Tünnes ist weg mit Borja Musabayev. Der geht hier auf und davon. Das geht ja ganz, ganz leicht, ganz, ganz locker. Sir Philip in zweiter Position. Nerium ist Dritter. Aber Tünnes geht auf und davon. Tünnes holt sich den Treffer in den Farben von Holger Renz. Das St. Ledger leicht gewonnen vor Sir Philip und Nerium. Dahinter dann Hip Hop de Loire, der Pole, schnappt sich hier den vierten Platz ganz innen. Thank you.